Die Santana hat eine lange Reise hinter sich. Von Rotterdam auf die Nordsee, an Helgoland vorbei und dann die Elbe hinunter bis in den Süden Hamburgs. Habung Lok für den Segelschoner Santana mal bitte. Habung Lok. Ja, wir wollen gerne in den Binnenhafen. Ja, genau. Bis gleich. Vorbereitung auf die Schleuse. Klaus Krining hat den 70 Jahre alten Zweimaster zusammen mit seiner Lebensgefährtin Katharina Zinner gekauft. Er macht ihn auf Slip. Bei der Überführung helfen ihnen ein paar Freunde aus dem Harburger Binnenhafen. Auch die erfahrene Regattaseglerin Lara Bayer. Ja, das Schiff im neuen Heimathafen. Nach der Schleuse übernimmt Katharina wieder das Steuer. Auf die Einfahrt in den Hafen hat sie sich schon seit Monaten gefreut. Die Santana war früher einmal als Fischerboot vor der Küste Westafrikas unterwegs. In den 80er Jahren bekam sie ihre zwei Masten und wurde als privater Segelschoner genutzt. Hier im Harburger Binnenhafen wollen Katharina und Klaus ihr neues Schiff komplett überholen und wieder hochseetüchtig machen. Noch können sie nicht genau einschätzen, wie viel Arbeit sie das kosten wird. Oh, Herzklopfen. Ja, seit einem Dreivierteljahr warten wir darauf, dass wir endlich hier sein können. Mit Corona hat es ja alles noch mal ein bisschen länger gedauert und ja, schon toll jetzt. Ja, hier sind wir zu Hause. Noch steht Rotterdam hinten dran, aber bald steht Hamburg hinten dran. Die Santana ist hier in guter Gesellschaft. Im Harburger Binnenhafen liegen viele Traditionssegler und Museumsschiffe. Die Ankunft des Neuzugangs hat sich schon herumgesprochen. Einmal durch die Drehbrücke, dann haben sie ihren Liegeplatz erreicht. Direkt vor der alten Fischhalle, neben der gerade ein neuer Büroturm entsteht. Marcel ist einer der ehrenamtlichen Hafenmeister und hilft beim Anlegen. Kriegst du noch was? Ja. Okay, und jetzt? Und? Zack, ich mach fest. Ja, das war doch jetzt. Puh, das war doch jetzt mal gut. Morgen geht dann die eigentliche Arbeit los. Der Binnenhafen erwacht gerade aus einer Art Dornröschenschlaf. Bis in die frühen 80er Jahre löschten hier Frachtschiffe ihre Ladung an den Kais. Tausende Arbeiter schufteten in Werften, Fabriken und Industrieanlagen. Dann wurde der Hafen zu klein und versank in die Bedeutungslosigkeit. Jetzt ziehen Hightech-Firmen rund um die Technische Universität Harburg in umgebaute Silos und Speicher. Und überall entstehen neue Wohnungen und Hotels. Zwischendrin jede Menge Hausboote, die den einst vergessenen Hafen zu einer Art schwimmenden Dorf machen. Eine ausgemusterte Fähre liegt hier schon seit 25 Jahren direkt hinter der Schleuse. Die Stader Sand. Als Werner Pfeiffer sie kaufte, wollte sie niemand mehr haben. Bis Ende der 70er Jahre hatte sie noch im Hamburger Hafen Werftarbeiter befördert. Dann wurde sie ausgeschlachtet und rostete vor sich hin. Deshalb hatte er seinen Kaufvertrag nicht über ein Schiff, sondern über einen stählernen Rumpf mit Aufbau abgeschlossen. Ich habe unten im Wohnraum einen Wasserfleck. Da tropft es von der Decke runter. Eigentlich direkt neben meinem Laptop. Und ich meine, ich hoffe, dass ich jetzt, dass das die Lösung ist. Wenn ich das jetzt fett zuschmiere, dass es dann, auch wenn Wasser draufsteht, nicht mehr leckt. Und überhaupt ist Silikon eins der wichtigsten Dichtungs-, Schmier- und Klebemittel, die es auf Schiffen gibt, weil man immer irgendwo etwas hat, was scheiße ist. Vor 2 Jahren ist seine Freundin Cornelia hier bei ihm eingezogen. So, das ist abgedichtet. Ey, könnte ich vielleicht, was, könnte ich da vielleicht nicht? Ja, mach's im Badezimmer, bitte. Wir kochen hier. Oh, Mist, ja, muss aber irgendwie hin. Das ist ja ziemlich klebrig. Ja, das ist noch tatsächlich original und drüben, wo das Badezimmer ist, da waren richtig die Pissrinnen. Das war nicht schön. Das muss man ja dann auch alles neu machen. Ne? Von wegen Silikon, das sieht man ja auch hier. Klar, also das Zeug braucht man immer. Ne? Das riecht doch schon mal gut, ne? Werner hat damals rund 1,5 Jahre gebraucht, um die Schiffsruine in ein bewohnbares Zuhause zu verwandeln. Und meinst du, es regnet jetzt nicht mehr? Nee, es regnet nicht. Das weiß ich nicht. Also das Wasser sucht ja bekanntlich seinen Weg. Aber wie viele Hamburger kannte Werner den Harburger Hafen früher kaum.
Erst als er seinen ursprünglichen Liegeplatz räumen musste, hat es ihn hierher verschlagen. In ein Umfeld, das auf den ersten Blick nicht gerade nach idyllischer Wasserlage aussah. Oh, fast schon zu viel. Aber damals wie heute waren Liegeplätze für Hausboote in Hamburg rar. Und durch die Schleuse liegt die Stader Sand immer sicher im Wasser. Thomas, macht ihr Frühstück jetzt oder wie? Ja, willst du mit frühstücken? Ist ein bisschen spät, ne? Ja, wir brunchen ja jetzt. Ach so, ihr bruncht sogar. Spätes Frühstück nennt man ja Brunch. Ach so, spätes Frühstück nennt man Brunch. In Werners Steganlage wohnen noch vier Nachbarn auf Schiffen und Hausbooten. So gesellig war sein Leben im Hafen hier früher nicht. Wo wir hier sind, da lagen auch noch Schuten, so ein Päckchen, so 30, 40 Schuten. Drüben am Kanalplatz, da wurde noch Fischmehl und Stückgut umgeschlagen. Also es hat richtig gestunken. Morgens früh die Gummifabrik da drüben war noch in Betrieb. Das waren so Speichergebäude. Auch der große Speicher, der ist ja nachempfunden worden, weil er unter Denkmalschutz stand, war aber nicht zu retten. Dann mussten die aber diese Eigentumswohnungen da nachbauen in der gleichen Form. Werner ist mit allen Nachbarn hier befreundet und nennt die Steganlage scherzhaft seinen anarchistischen Kleingartenverein. Der erwartet gerade ein paar Neuzugänge. Emma bekommt Nachwuchs. Und ich glaube, in 10 Tagen kriegt sie Eier oder so. Nein, so lange kann das nicht dauern. Ich finde noch 21 bis, also ja. die brütet 21 bis 28. 21 bis 28 Tage, so, weiß ich auch schon. Der Spannende wird aber, glaube ich, irgendwie, weil das so hoch ist, ne? Irgendwie, wenn die Küken da runterhüpfen sollen. Ja, ich verstehe nicht, warum sie den Platz gewählt hat. Ja, und jetzt kommt sie nicht mehr weg. Jetzt ja. Muss sie da durch, ne? Ja. Dann wollen wir mal. Dass Werner und seine Nachbarn hier offiziell auf dem Wasser leben dürfen, haben sie dem Umstand zu verdanken, dass der Harburger Hafen seit 2010 nicht mehr zum Hafengebiet zählt. Seitdem wird das ehemalige Industriegelände Stück für Stück neu erschlossen. Das Problem ist immer, die Finanzbehörde will Baulücken schließen, Grundstücke vermarkten. Die Leute vor Ort wollen eher Freiflächen haben und nicht so große Häuser. Ich finde, das ist ein Problem, weil wir zerstören ja ganz viel Altes, was gar nicht so richtig wiederbelebt worden ist. Man muss wirklich eigentlich um jeden Platz kämpfen. Man muss kämpfen. An manchen Stellen im Hafen ist die Symbiose aus alt und neu gelungen. Anderswo wird einfach abgerissen. Werner hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele alte Gebäude zu retten. Ah, die Lydius. Ja, hallo. Na. Und, wie geht's voran mit dem Rost? Ja, Stück für Stück. Ja, da siehst du mal, wie gut der Stahl noch ist. Ja, wenn du den frei hast, das ist echt der Hammer Stahl, ne? Ich klopfe ewig. Ja, genau. Scheiße. Aber Werner, ist doch ein Ja, Vernissage. Wann fängt das an? 19 Uhr, Reinhard Wilkens, der hat doch diese Tierbilder gemalt. Dieser mehr als 100 Jahre alte Binnenfrachter ist das Zuhause von Heike, Marcel und ihrem Sohn Tom. Bis vor 5 Jahren lebte darauf noch eine Binnenschifferfamilie, die damit Kohle, Sand und Viehfutter über die Flüsse und Kanäle Europas transportierte. Heike Klowert ist Journalistin. Ihre Aufgabe an Bord ist der Kampf gegen den Rost. Und davon gibt es auf dem 55 Meter langen Schiff mehr als genug. Ich hatte mir immer vorgestellt, dann sitze ich an lauen Sommerabenden pinselnd auf Deck. Und dann kam hier so eine alte Schiffsbaumeisterin vorbei, die auch ein Schiff im Hafen hat. Und die erklärte mir dann, okay, du musst das nadeln oder anflecken. Also wenn man so die blättrigen Flecken abmacht und dann drumherum den Rand anschleift. Und dann musst du es primern und dann musst du 1 Komponenten oder 2 Komponenten Lack drauf tun und das möglichst 2-mal. Und ich stand da und dachte, okay, wie geht das jetzt und was? Und dann fängt man halt an. 2 Jahre hatte es gedauert, bis sie hier einziehen konnten. Ich habe noch eine Idee, was du machen könntest. Da ist doch dieses kleine Loch unter dem Fenster. Und da hatte ich doch dieses Metallstück für lackiert. Mhm. Das könntest du festmachen. Würde sich Tom sehr freuen. Mhm. Genau, das mache ich dann in grenzlose Freizeit. Ja, nee, ich mache das ja nichts. Ich wollte das sowieso schon machen. Ja, doch besser. Läuft der Regen nicht rein. Okay. Super. Bis später. Die Lydios ist für Heike und Marcel nicht nur ihr Zuhause. Genau wie zuvor die Binnenschiffer verdienen auch sie Geld mit dem alten Frachter. Nur die Art der Ladung hat sich geändert. Hi. Hi. Seht ihr die Gäste? Ja, wir wollten die einchecken. Oh. Früher war das hier eine fensterlose Metallwanne mit einem undichten Dach.
Ist der Laderaum gewesen hier? Es ist alles Laderaum. Alles? Alles, die ganzen, so. Ganzen Hotel, die ganzen Zimmer und auch das hier. Das ist der Frühstücksraum. Und ihr könnt euch gerne so sonst hier aufhalten. Ja, genau. Oh, das ist ja. Das Zimmer. Oh, das ist schön groß. Toll. Ja. Ja. Und mit Blick aufs Wasser. Ja. Lass ich eigentlich vermeiden. Das ja, ist schön. Ja, das ist toll. Das Bullauge. Ja, das Bullauge ist gut. Der Schrank, ja. Ja. Haben Licht, oben, ja. Da oben haben wir die beiden Dachfenster. Die kann man mit diesem Stab, der in der Ecke steht, kann man die aufmachen. Ja, alles da. Ja. Ich muss euch einmal noch den zweiten Rettungsweg zeigen. Das ist eine Auflage, die ich habe. Und dann zeige ich auch noch, wie man rein und rauskommt. Ja. Normalerweise ist die Tür abgeschlossen, weil ich im Kirchen bin. Gut, die lasse ich mal hier stehen. Ja. Ja, sonst bleibt die Tür auf und jeder kann reinkommen. Auch Leute, die wir nicht hier haben wollen. Mhm. Genau, das war's. Ja. Und ihr macht jetzt einen Fahrradtour? Ja, wir haben Fahrräder mitgebracht und wollen jetzt einmal durch Harburg durchfahren. Einfach mal gucken, wir waren hier noch nie so richtig. Ja. Und dann wollen wir mal was erkunden. Neue Teile von Hamburg entdecken. Genau. Ja, super. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, Dankeschön. Okay. Dankeschön. Tschüss. Die Lydios liegt am südlichen Kai der Schlossinsel, dem Herzen des Harburger Binnenhafens. Wo jetzt moderne Wohngebäude die Blicke auf sich ziehen, stand einmal das Harburger Schloss. In der Blütezeit des Hafens baute die Schlosswerft hier ihre Schiffe. Nördlich davon liegt jetzt ein kleiner Yachthafen und dahinter die Süderelbe. Die Schleuse ist die einzige Möglichkeit, auf dem Wasserweg in den Hafen zu gelangen. Die Werft ist ein Überbleibsel der ehemaligen Schlosswerft, die 1930 nach der Weltwirtschaftskrise schließen musste. Ehemalige Mitarbeiter gründeten kurze Zeit darauf die Jönk-Werft, die bis heute überlebt hat. Hier werden keine Schiffe mehr gebaut, sondern gewartet und repariert. Und so prägt das Bimmeln der alten Werftkräne die Klangkulisse des Binnenhafens. Marcel liegt mit der Lydios gleich um die Ecke und möchte sich bei Werftchef Rudolf Sommerfeld erkundigen, zu welchen Bedingungen er hier für seine nächste Schwimmtauglichkeitsprüfung mit seinem Hotelschiff ins Dock kann. Noch zwei, drei Dinge, die geschweißt werden. Ich habe noch ein Abwascherrohr, was ich nicht mehr benutze. Das ist zugeschweißt, aber das sind so ein kleines Ding. Der geht runter. Ja, genau. Ja. Noch eine Seite, glaube ich. Was. Ja. Das sind so kleine Dinge. Das ist halb so wild. Ja. Das ist aber in der Zeit mit drin. Ja. Doch jetzt kommt erstmal ein anderes Schiff ins Trockendock. Sommerfelds Arbeiter bereiten dazu alles vor und öffnen das Tor. Das ist wie so vieles hier in der Werft noch echte Handarbeit. Auch das Manövrieren des 80 Meter langen Binnenfrachtschiffs im engen Hafenbecken. Die Stör macht hier eine Art Hausbesuch. Denn Werftchef Rudolf Sommerfeld leitet auch ein Binnenschifffahrtsunternehmen, zu dessen Flotte die Stör gehört. Deshalb kommen alle seine Frachter hier zur Inspektion oder zu Reparaturarbeiten in die Werft. Ich betreibe ja seit 91 Binnenschifffahrt. Und früher waren wir Kunde hier. Dann haben wir einen Wechsel erlebt, als die Werft insolvent war. Dann kamen neue Eigentümer, die haben das, glaube ich, ein gutes Jahr gemacht. Dann gingen sie wieder pleite und wir waren der Meinung, wir brauchen die Werft. Weil für uns ist das ein guter Standort hier in Hamburg, gibt ja nicht so viele. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal, ob wir das auch können, eine Werft betreiben. Jetzt wird das Dock zum Trockendock. Dazu müssen 7000 Kubikliter Wasser abgepumpt werden. Währenddessen halten die Werftarbeiter das Schiff mit Hilfe von Stahlseilen genau in Position, damit es in der Mitte bleibt und sicher auf den Holzpallen am Boden des Docks zu liegen kommt. Einer von diesen Schiffen, die so ähnlich wie Pfeifers sind, ist hier mal vor unserer Zeit umgekippt. Und das wollen wir eigentlich vermeiden, ne? Ja, wenn man nicht aufpasst, das sieht alles so einfach aus. Aber geht was schief, dann hast du einen großen Schaden. Bis die Stör trocken liegt, dauert es jetzt ungefähr 4 Stunden.
Morgen können Rudolf Sommerfeld und seine Mitarbeiter das Schiff dann auf Schäden inspizieren. Direkt gegenüber der Werft liegt die alte New York-hamburgische Gummiwarenfabrik. Harburg war einst ein weltweit führender Standort der Kautschukproduktion. Was mit dem riesigen leerstehenden Areal geschehen soll, ist noch unklar, wie bei vielen Industriebrachen hier im Hafen. Werner Pfeiffer ist auf dem Weg zu einer solchen Halle, deren Abriss er verhindern möchte. Dazu hat er sich mit Gorch von Blomberg verabredet, der sich genau wie er selbst seit Jahren für den Erhalt des Hafenerbes einsetzt. Die Weiße Lagerhalle 5 zählt mit ihren mehr als 125 Jahren zu den ältesten Gebäuden hier im Hafen. Alle Flächen sind im Bebauungsplan vorgesehen. Und wenn man eine Teilfläche rausbekommt, muss auf der anderen mehr gebaut werden. Aber wie gesagt, es wird ausgeschrieben, mal sehen, wer sich noch darum bewirbt. Hier muss irgendwas hin. Hier muss irgendwas hin, was bemerkbar ist, wo Leute sagen, komm, lass uns da mal hingehen. Und genau das ist es dann auch hier mit der Halle. Das wäre das dann, ne? Wenn wir es auf jeden Fall bunt hätten und für junge Leute. Aber das wäre mein Traum. Möge es so werden. Ja, ne? Möge es so werden. Das wird ja toll. Ich glaube, es wird alles klar. Alles klar, was denn? Am Kai vor der Halle wohnt Rolf Niebuhr, ein passionierter Bastler, der hier eigentlich mal eine schwimmende Kneipe eröffnen wollte. Der ist ein guter Wachhund. Ja, der ist gewachsen. Der ist gewachsen, ne? Was macht die Kneipe unten? Gibt's die noch? Die gibt's noch, ja. Das Projekt haben wir auf Eis gelegt. Naja, aber die Getränke sind noch klar. Getränke sind noch klar. Naja, Rolf war früher einmal Landwirt und hat dann Baumaschinenschlosser gelernt. Er lebt mit seiner Freundin Angela und dem spanischen Wasserhund Agatha hier im Hafen und baut ein altes Schiff aus, auf dem er später Tauchexpeditionen im Mittelmeer anbieten möchte. Das Paar wohnt auf einem daneben liegenden Hausboot. Eigentlich wollte Rolf hier mal eine schwimmende Hafenkneipe betreiben. Aber das ist leider vorerst an behördlichen Auflagen gescheitert. Sehr zum Bedauern vieler Hafenbewohner. Ja, finde ich irgendwie mal ganz geil. Ja, erzähl mal, was war das gewesen? Das war eine Getreideschutte von 1906. Ist das. Die haben wir jetzt halt wieder aufgebaut. Den Aufbauraum habe ich ja neu gemacht. Wo hattest du die her? War das über Versteigerung auch oder wie? Nee, die habe ich ja direkt von Dieter Shimura gekauft. Ach, direkt von Shimura. Achso, alles klar. Ja, Prost. Für die Hausbootbesitzer ist ihr Leben hier vergleichbar mit dem auf dem Dorf. Jeder kennt jeden und jeder weiß genau, was der andere gerade so treibt. So, jetzt kommt die nächste Baustelle bei dir gegenüber. Und? Ja. Alles gut? Naja, schauen wir mal. Ne? Bislang ist noch leise, also das kann man. Ja. Wenn Werner die Weiße Lagerhalle 5 retten kann, möchte er darin Künstlerateliers und auch eine große Gemeinschaftswerkstatt für Bootstüftler wie Rolf einrichten. Dazu muss er die Stadt aber erst einmal von seinem Konzept überzeugen. Etwas weiter östlich, am gleichen Kai, beginnen die Liegeplätze des Harburger Museumshafens. Zusammen mit den alten Hafenkränen und Güterwaggons erinnert der Lotse Kai an die Blütezeit des Hafens. Auch die 1914 erbaute Lydios direkt vor der Drehbrücke passt zeitlich perfekt ins Bild. Siehst du noch ein Gummitier? Hey, da. Oh, okay. Heike kämpft gerade gegen das Chaos in der alten Wohnküche der Binnenschiffer an, die jetzt Toms Zimmer werden soll. Der Hotelbereich hatte beim Umbau Priorität, damit möglichst schnell Geld für die Kreditrückzahlung fließen konnte. Um den Knüppel, den kannst du noch zu den Bauteilen in die Schublade tun. Und ich pack mal deine Spardose weg. Marcel baut die alten Rahmen aus. Bald kommen neue Fenster aus Holland. Ich hab einen Ball, einen Blitz. Auf einer langen Asienreise während ihrer Elternzeit hatten Heike und Marcel beschlossen, sich ein Schiff zu kaufen. Marcel hat seinen alten Job gekündigt und kümmert sich jetzt nur noch um das Hotel. Heike ist Journalistin beim Spiegel und wartet gerade auf einen Anruf wegen eines Telefoninterviews. Wann Tom Schiff gleich zurückschießt. Das ist genau im richtigen Moment. Das war eine Wahnsinnsreaktion. Das hat er echt perfektioniert. Wiedersehen. Ich muss einmal abnehmen. Hätte noch.
Soll ich weitermachen? Ich habe als Programmierer gearbeitet und das war nicht mein Ding. Da habe ich mich hingesetzt und überlegt, was möchte ich gerne. So nicht, welchen Job möchte ich gerne machen, sondern was möchte ich gerne machen in meinem Leben. Und deswegen dachte ich, kann ich nicht auf ein Schiff wohnen und gleichzeitig auch mein Geld damit verdienen? In der kleinen Kapitänswohnung im Heckbereich des Schiffs haben zuletzt 30 Jahre lang Binnenschiffer gelebt und ihre Kinder großgezogen. Hier kommt eine Trennung, eine Tür rein, eine Glastür. Und das ist gerade in der Badewanne. Und hier kommt eine Badewanne rein. Ja, das ist cool, oder? Das ist wahrscheinlich die einzige, die hier im Hafen eine Badewanne hat. Und warum mache ich jetzt das alles schwarz da unten und mache mir so viel Arbeit? Das ist eine kleine Badewanne, das ist eine Sitzbadewanne, so aus Rot. Achso, eine Sitzbadewanne. Das wird mega schick. Das Hausboot der Klowatz ist nicht die einzige Baustelle hier im Binnenhafen. Schräg gegenüber, neben der alten Fischhalle, errichten die Arbeiter gerade ein 7-stöckiges Forschungsgebäude für das renommierte Fraunhofer-Institut. Einen Block weiter, am Ziegelwiesenkanal, entsteht ein großer Bürokomplex mit Hotel am Wasser. Und auch vor der Fischhalle schwimmt eine Baustelle, wenn auch eine schöne. Katharina und Klaus möchten die Segel der Santana einlagern und den Mastbaum erneuern. Klaus ist jahrelang auf alten Schiffen und Frachtseglern zur See gefahren. Katharina ist Berufsschullehrerin und arbeitet schon seit Jahren als Hobby auf alten Schiffen hier im Hafen. Dabei haben sich die beiden kennengelernt. Aha. Ich sehe, den machen wir wohl neu, wenn du ihn jetzt durchknippst. Das ist nur so ein Wenzel. Jawohl. Gnadenlos. Immer schon ein paar Kilometer Tauwerk hier an Bord. So, für etwas schwerere Belastungen nehmen wir besser Neues. Ja. Heißt ja nicht umsonst Großsegel, ne? Da kommt auch am meisten Wind rein und am meisten Druck. Beide haben schon lange davon geträumt, einmal ihr eigenes Schiff zu besitzen. Und mit dem haben sie große Pläne. Nächsten Sommer werden wir erstmal das Schiff in der Ostsee testen, mal auch so in Gebiete fahren, wo wir mit den größeren Seglern noch nicht waren. Und dann wollen wir die Barfußroute segeln. Das heißt also von hier zu den Kanaren. Dann wollen wir tatsächlich noch ein bisschen südlicher gehen, zum Kap Verden, in die Karibik und dann über die Azoren wieder zurück. Damit fangen wir mal an. Doch bis sie in der Karibik Anker werfen können, wartet noch jede Menge Arbeit auf die beiden. Überall an Bord müssen Katharina und Klaus Teile reparieren oder austauschen. Immerhin ist die Santana Baujahr 1947. Neue Bank, Sonnenbank. Ja, jawohl, schön. Können wir gleich was bestellen? Ja, die müssen wir noch mal irgendwo da hinstellen. Werner Pfeiffer gehört die alte Fischhalle, vor der die Santana gerade festgemacht hat. Er hat sie vor 4 Jahren gekauft. Ihr habt doch Muskelarme, ey. So der Hammer. Kannst du mal die gelbe Tasche da mitnehmen, bitte? Jo. So, die stellen wir jetzt einfach mal dahin zum Museumshafen. Upp. Das Büro des Museumshafenvereins befindet sich auch in der Fischhalle. Direkt davor möchte Werner jetzt eine Bank und einen Infokasten für die Besucher aufstellen. Ja, da können wir jetzt. Ja, wie sieht das aus? In der Jüngwerft beginnen gerade die Arbeiten an der Stör, die das Trockenfallen im Dock gut überstanden hat. Das Schiff transportiert zumeist Weizen oder Viehfutter quer durch Norddeutschland. Perfekt habt ihr das gemacht. Über dem Werftchef liegen gerade 700 Tonnen Stahl auf ein paar Holzpallen. Da hat er mal irgendwann aufgesessen, ne? Rudolf Sommerfeld ist Schiffsingenieur und hat vor 30 Jahren sein eigenes Binnenschifffahrtsunternehmen gegründet. Zusammen mit der Werft hat der 74-Jährige 100 Angestellte. Die Kanten ein bisschen weg. Okay. Den Laderaum werden wir waschen und streichen. Und dann kann er wieder Geld verdienen. Du musst ja hier gar nichts machen. Richard, das wäre ja Quatschkram. Man kann sich hier noch körperlich betätigen. Man kann hier noch ein bisschen geistig arbeiten. Also besser kann es eigentlich gar nicht sein. Nicht? Und wenn ich abends nach Hause gehe, bin ich auch müde. Und alles ist perfekt. Und eigentlich bin ich dann auch zufrieden. Besonders dann, wenn interessante Aufträge reinkommen. Im Schwimmdock nebenan liegt gerade ein 2-stöckiges Hausboot mit 350 Quadratmeter Wohnfläche.
Die Villa Henriette hat ihren Liegeplatz normalerweise nur 50 Meter weiter rechts. Aber jetzt ist die Werftnachbarin Judith Andresen ins Dock gezogen. Zumindest vorübergehend. Denn ihr Hausboot liegt viel zu tief im Wasser. Das müssen Rudolf Sommerfeld und seine Männer jetzt beheben. Aufregend. Es ist normal, dass ein Schiff regelmäßig aus dem Wasser muss, um gewartet zu werden. Und es war auch klar, dass das jetzt kommen müsse. Und dann hat mir Sommerfeld gesagt, dass wir in der Zeit auch hier auf dem Boot sein können. Und das war natürlich ein Abenteuer, das wir sofort mitmachen mussten. Auf der Lydios kümmert sich Marcel derweil um den Hotelbetrieb. Sein Tag beginnt meist mit der Zubereitung des Frühstücks für seine Gäste. Nach dem Auschecken sind die Zimmer dran. Wenn ich dann fertig bin, schaue ich mir das Zimmer an, das Gefühl, ja, genau, so würde ich es gerne haben. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ob man selbstständig ist oder ob man angestellt. Bei Angestellten würde ich denken, oh, wieder ein Bett. Und hier, weil das so mein Ding ist, ja, stecke ich mir lieber rein. Es ist schon ein Unterschied. Als er den Kredit für das Schiff und die Umbaukosten beantragt hatte, verlangte die Bank von Marcel, vorher ein längeres Praktikum in einem Hotel zu machen. Dort hat er gelernt, worauf es beim Zimmermachen und Putzen ankommt. Aber wie man aus einem alten Frachtschiff ein Hotel macht, das musste er mit viel Arbeit und Geduld selbst herausfinden. Im Eingangsbereich des Hotelschiffs liegt ein Buch über die zweijährige Bauzeit aus. Marcel hat als gelernter Konstruktionsmechaniker das meiste alleine oder mit Hilfe von Freunden gemacht. Nee, wir haben hier unten ein Stück, aber ich muss die ganzen alte Kapitänswohnung und eigentlich mehr, als wir brauchen. Kann man sich richtig vorstellen, wie hier Kohle und sowas drin war. Ja, ist doch auch toll, es wohnen ja nicht viele auf dem Schiff, ne? Nee. Der Hotelname Kanal 77, Schlafen im Hafen, bezieht sich auf eine Funkfrequenz, auf der Schiffer gerne miteinander plaudern. Von diesem Kanal hatten Marcel und Heike erfahren, als sie bei der Überführung der Lydios aus Holland dabei waren. Seit dem Kauf arbeitet Marcel fast ununterbrochen auf dem Schiff. Ich habe immer zwischendurch wieder Zeit, dass ich was anderes machen kann, was ich gerne machen will. Und deswegen, ich weiß nicht, ist das jetzt Arbeit oder ist das Spaß? Ich weiß es nicht. Es ist immer so, vermisse ich sehr stark. Ein kleines Loch in der Außenwand von Toms Kinderzimmer muss verschlossen werden. Wie so oft hat Marcel eine kreative Lösung für das Problem. Schick? Ja. Als Marcel und Heike hier vor 4 Jahren mit dem Ausbau der Lydios begonnen haben, war die Fischhalle schräg gegenüber ebenfalls noch eine Baustelle. Nun ist sie das kulturelle Herz und für viele das Wohnzimmer des Binnenhafens. Werner Pfeiffer veranstaltet hier Konzerte, Lesungen und Ausstellungen. Dank einer Erbschaft konnte er das Gebäude von der Stadt kaufen und auf eigene Kosten sanieren lassen. Das Café hat er an Lavinia verpachtet. Heute gibt es ganz leckere rote Bete-Ziegenkäse-Kisch. Oh, lecker. Genau, Espresso. Ja. Hier war ein fertiger Bebauungsplan drauf, der sollte abgerissen werden, stand nicht unter Denkmalschutz. Und der Bezirk hat sich natürlich stark gemacht gegenüber der Finanzbehörde und gesagt, nee, wir wollen das von dem Pfeiffer haben. Verrückte Idee, aber wir glauben dem, die kannten mich von vorher so ein bisschen. Und das wird was. Klaus, bist du da? Jo, super. Im ersten Stock der Fischhalle hat die Geschichtswerkstatt ihre Räume. Ja, Werner. Hallo. Na, schön. Na, hallo. Ja. Ja, ist ja schön. Nee, ich habe da ein paar Bilder hier. Ja, so angekündigt, dass du. Ja, dass du von Halle 4 und Halle 5 da an der. Lagerhalle, ja, genau. Das ist ja Lagerhalle 5. Das ist ja Lagerhalle 5, genau. Ja. Guck mal, hier sieht man das auch, diesen klassizistischen Stil. Also fast genau wie die Fischhalle das ist, ne? Bloß wesentlich größer. Und hier ist das Foto ist der Hammer, weil da siehst du ein riesen Segelschiff. Das ist so ein Zweimaster oder Dreimaster. Ein richtiges Frachtsegelschiff noch. Die alten Fotos von der Halle braucht Werner, um eine Präsentation für sein Projekt erstellen zu können. Zusammen mit den Entwürfen seines Architekten. Ein Portalkran. Und Kanalplatz ist jetzt hier. Hier ist die Kulturwerkstatt jetzt drin. Jetzt sind wir hier drin. Hier ist der Kulturkiosk, den wir ja auch gerettet haben. Hier geht die Brücke rüber, die Blumenstraße. Und das ist die Lagerhalle 5. Da geht es jetzt darum, die soll auch abgerissen werden, dieses ganze Baufeld. Und diese alte Lagerhalle, wo du eben die Fotos jetzt hattest, von 1896 oder 95,
die müsste man retten. Mitte des 19. Jahrhunderts ließ der König von Hannover die ehemaligen Wassergräben des Harburger Schlosses als modernen Seehafen mit Bahnanschluss ausbauen. Große Werften und Industriebetriebe siedelten sich hier an, allen voran Fabriken zur Verarbeitung von Kautschuk und Pflanzenöl. Doch in den 1970er Jahren verlor der Hafen dann langsam an Bedeutung, weil er durch seine beschränkte Größe nicht mehr wettbewerbsfähig war. Diese alte Trinkhalle stammt noch aus der Zeit, als die Werften und Fabriken hier brummten. Sie liegt nur 100 Meter von der Fischhalle entfernt und steht bald im Schatten des Fraunhofer-Instituts, das hier gerade errichtet wird. Ja, also Werner Pfeiffer hat einen Schlüssel für die Trinkhalle. Der Harburger Künstler Ralf Schwinge soll darin seine Bilder ausstellen. Das mal auf den Rahmen ein bisschen auflegen. Also das ist jetzt, was ist die heilige Corona? Die heilige Corona, ja. Bis 2015 hat der letzte Pächter hier noch aus dem Fenster heraus verkauft. Dann sollte eigentlich der Bagger anrücken. Ja. Dieser Kiosk ist tatsächlich der älteste Kiosk Hamburgs, von 1876 eine Trinkhalle. Viele Schiffer, die hier waren, und die Leute von der Werft, die sind hier immer hingekommen und haben sich ein bisschen Alkohol gekauft und dann gerne die Pferdewurst genommen. Ich habe das selber auch noch hier viel gegessen. Und das ist eben halt so als Erinnerung für den Hafen eine ganz wichtige Sache. Weil das eben halt wie die Kaffeeklappen im Hamburger Hafen war, das eben halt hier die Trinkhalle mit Knackwurst und Pferdewurst. Und das wollten wir erhalten. Und wir haben das dann der Stadt abgeluxt für 1 Euro und haben daraus den Kulturkiosk gemacht. Gegenüber der Fischhalle wohnt Skipperin Lara auf ihrem schwarzen Einhandsegler. Als sie vor 20 Jahren in den Hafen gekommen ist, hieß sie noch Lars und hat lange Zeit als Schiffszimmermann und Lademeister gearbeitet. Jai, du bringst mein Schiff in Wallung mit deiner Welle hier. Grüß dich. Ich wollte einmal kurz hier rundherum gucken, was so zu tun ist. Auf der Seite fällt mir es ein bisschen schwer, ja, so mit dem dicken Schädel. Ne? Ja? Okay. Hier ist dann die neue Waldschiene aufgeschweißt. Hier ist keine und hier ist eine drauf. Und welches Bullauge war, muss ausgetauscht werden? Steuerbordseite. Will ich aber auch gleich nochmal hingucken. Weil da war die Klappe auch nicht mehr so ganz in Ordnung. Aber hier, das sieht doch alles gut aus. Einmal den Rüssel rein. Total rostig. Alter, die sind überhaupt nicht gängig. Das ist. Da muss schon viel Wasser kommen, damit es wieder aufgeht. Ja, du bist ja auch getaucht und hast erstmal mit einem Küchenspachtel die Schraube vom Bewuchs befreit. Sieht aber schon fast jachtig aus, richtig schön schlank. Hör mir auf. Jachtig? Das ist eine Beleidigung. Das ist ein Fischer. Schön. Ich habe mich einfach in diesen Hafen verliebt, weil eigentlich war es ein Schrottplatz mit gesunkenen Kuttern. Das hat mich immer schon gereizt. Und der große Vorteil ist eben hier an dem Ort, ist mit der Schleuse. Wir haben einen tidefreien Hafen und das ist eigentlich unheimlich attraktiv für Traditionssegler und klassische Yachten, die im Winter nicht rausgehen, die dann eben einfach hier tidefrei überwintern können im Wasser. Und das ist wirklich schön. Früher war Lara auch Mitglied in einem Motorradclub. Jetzt gibt sie hier mit ihrem kleinen Schwarzen im Hafen Gas. Verrückte. In der Jünkwerft versuchen die Arbeiter derweil, die Stör wieder möglichst schnell ins Wasser zu bekommen, damit wieder neue Schiffe ins Dock können. Jetzt müssen nur noch ein paar neue Anoden gegen den Rost angeschweißt werden. Gleichzeitig bekommt der Laderaum einen neuen Anstrich. Die Schwimmtauglichkeitsprüfung hat das Schiff bereits bestanden. Diese rote Metallkonstruktion haben sie für das zweistöckige Hausboot gebaut. So was haben wir auch noch nicht gemacht. Ne? Ein Schiff oder so ein Schwimmkörper verbreitert, noch überhaupt nicht. Null. Null, das ist für uns die erste Erfahrung, die wir machen. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Im Dock haben die Arbeiter schon einige Teile der Schwimmkörpererweiterung angeschweißt. Wie viel ist das? Wie viel Zentimeter? Platzangst dürfen die Männer bei dieser Arbeit nicht haben. Durch die Vergrößerung des Schwimmkörpers soll das Hausboot mehr Auftrieb bekommen.
Allerdings wird es dadurch auch 11 Tonnen schwerer. Nee, nicht so viel Gewicht. Wenn, er muss 5 mm nehmen. Ja? Wenn wir richtig gerechnet haben, müsste er 22 cm mehr aus dem Wasser kommen. Vielleicht einen kleinen Tick mehr, weil wir hier breiter geworden sind. Hier haben wir gesagt, wir gehen 2 Meter vor, damit wir auch diese Fläche nutzen können. Ich dachte, die sollen sie nachher nutzen als eigentlich so ein bisschen als Terrasse oder als Bootsanleger. Durch einen Baufehler war das Hausboot zu schwer und lag so tief im Wasser, dass die Wellen schon fast an die Hauswände schlugen. Mit dem breiteren Schwimmkörper bekommen die Besitzer nun auch noch einen kleinen Außenbereich rund um ihr Haus. Ein Boot anbinden oder sonst was machen, man kann da die Stühle hinstellen und. Ne? Genau. Also die Fläche, die da entsteht, finde ich total groß. Ja, ja. So. Und da kann ich mir gut vorstellen, noch so ein paar Stühlchen, so wie da oben und dann. Ja. Ne? Und vielleicht sogar ein bisschen grün. Ja. Also zumindest für den Sommer. Ja, ein paar Töpfe hinpacken. Bis der neue Schwimmkörper fertig ist, wohnen Judith Andresen und ihr Mann im Dock. Und auch die Mitarbeiter ihrer Beratungsfirma arbeiten so lange in der Werft. Wem es hier zu laut ist, der kann natürlich Homeoffice machen. Hallo ihr Lieben. Hallo. Auf der Stader Sand ist gerade ein neuer Mitbewohner ins schwimmende Dorf gezogen. Das ist hier unser neuer, unser neues Besatzungsmitglied, Fiete. Ganz, ganz zutraulich. Und der ist ganz frisch hier. Der war sozusagen noch nie in seinem Leben auf dem Wasser. Und jetzt ist er sozusagen, das sind die ersten Schritte, die ihr hier seht. Nach dem ersten Mittagsschlaf an Bord bekommt Fiete jetzt erst einmal eine kleine Hausführung. Komm mal mit hoch. Hier kommt mal das Decker. So. Komm mal mit. Ne? Oh, ui. Ja. Mag nicht so gerne getragen. Ja. Man muss das immer kennenlernen. Draußen macht sich Hausbootnachbar Reinhard auf den Weg zu Werners altem Messboot, wo er sich ein Atelier mit Blick auf die Tierwelt des Hafens eingerichtet hat. Wie Emma und ihre Küken, die mittlerweile geschlüpft sind. Reinhard und sein Lebensgefährte Thomas haben eigentlich noch eine Wohnung an Land, aber da sind sie fast nie. Man fühlt sich so ein bisschen abgeschnitten, ne? Man sitzt dann da oben und denkt so, was mache ich denn hier eigentlich, ne? Und dann irgendwie, dann will ich auch schon erstmal wieder in den Hafen, dann gehe ich in die Fischhalle und dann trinke ich da meinen Kaffee oder esse da was und dann trifft man irgendwie alle und so, ne? Dann ist das irgendwie ganz schön. In der Fischhalle treten regelmäßig Musiker auf, bald auch Werner, der gerade seine selbstgeschriebenen Hafenlieder für sein nächstes Konzert probt. 200-300 Meter bis zum Kai, das ist ein Wasser mit Entengeschrei. Vor der Tür ein kleiner Ozean, und was will ich noch mehr? Cornelia und Reinhard nutzen ihren kleinen Ozean derweil als Schwimmbad. Macht mächtig Dampf, denn er will weit weg hinaus ins Hamburger Revier. Der Togo geht es gar nicht gut, im Dock ist die Barkasse allein. Der Motor fehlt und die Welle ist weg, es ist nicht schön, so nackig zu sein. Letztes Jahr sind wir ganz viel geschwommen, bis Anfang Oktober. Aber dieses Jahr war das Wasser noch nicht so schön. Aber heute ist es super. Ja, wirklich toll. Richtig schön. Auch gar nicht so kalt, überhaupt nicht. Bevor Werner seine Lieder in der Fischhalle singen wird, hat dort erstmal Reinhard seinen großen Auftritt. Seine Tierbilder und die dazugehörigen Gedichte schmücken dort jetzt die Wände. Ein paar Freunde und Bekannte aus dem Hafen sind zusammengekommen. Achso, die stehen an den Tieren. Und da zu jedem Tier gibt es dann ein Gedicht. Und hast du das auf dem Schiff gemacht? Oder? Auf dem Messboot von Werner. Das war mein kleines Atelier. Eigentlich ist Rainer Tanzlehrer und hat ein eigenes Tanzstudio. Aber seine Kreativität sucht sich auch andere Kanäle. Strand.
Nelson, Sohn, hä? Pech. Gut gelesen. Super. Ja, wir wollen uns heute, wir freuen uns ganz super herzlich auf jemanden, den wir alle gut kennen, den wir alle sehr mögen und lieben. Ja, Reinhard, ne? Herr Wilkens, hinter mir. Libelle. Eine Libelle flog über den See. An einer Stelle blieb sie still stehen, schaute nach links und schaute nach rechts, doch von unten schaute der Hecht. Er machte einen Sprung, doch da war sie schon weg, denn die Forelle war schneller, so'n Pech. Am nächsten Tag kämpft Katha im Rigg mit dem Antennenkabel. Wie in alten Häusern ist auch bei alten Schiffen die Elektrik oft abenteuerlich verbaut. Nicht mehr, ich klemm die ab. Ja. Weil das sieht hier nicht mehr gut aus, so will ich das nicht verkabelt haben. Katha und Klaus haben inzwischen schon alle Segel eingelagert und einen ganz guten Überblick darüber, was sie alles an der Santana überholen müssen. Hier werden wir, denke ich mal, nach einem halben Jahr Arbeit so weit sein, dass man gut auf der Ostsee fahren kann und noch mal ein halbes Jahr, dass das für Langfahrt funktioniert. Das meiste davon werden die beiden alleine machen. Und wenn doch einmal etwas nicht klappt, findet sich hier im Hafen garantiert jemand, der helfen kann. Lass mich nicht hängen, Klaus. Entspanntes Arbeiten im Sitzen. Zum Glück lieben die beiden die Arbeit an alten Schiffen fast genauso sehr wie das Segeln. Ja, man ist schon ganz schön konzentriert und es ist auch nicht, keine leichte Arbeit und man schürft sich irgendwelche Dinge auf, weil man an alles denkt, aber nicht an sich selbst so ungefähr. Ja, aber drüben zu Lara hingucken, zu Katha hingucken, zu Fridjof gucken, ist schon auch schön. Ja, und hier unten so kompetente Leute hat, die einem alles hochschicken, einen bedienen bei der Arbeit. Nee, macht Spaß, ich mache gerne Rigarbeit. Morgen wieder. Morgen wieder. Super. Vorteil. Okay. Nur einen Kanal weiter ist Marcel mit seinem neuen Beiboot unterwegs. Auf Besorgungstour. Er leiht sich einen kleinen Arbeitsponton aus, damit Heike und er vom Wasser aus an der Lydios arbeiten können. Hier im Hafen muss man immer die richtigen Leute kennen. Rainer Knocher, der ist ja auch irgendwie so ein Groß im Hafen und der hat immer alles Mögliche. Er hat mir auch geholfen, dieses Schiff zu holen. Ich komme aus Holland und wir haben das bei so einer Nacht- und Nebelaktion, haben wir das dann morgens früh losgefahren und abends spät wieder zurück. Marcel ist in Rotterdam aufgewachsen und hat sich immer schon gewünscht, auf dem Wasser zu leben. Tom hat seine ersten beiden Lebensjahre noch in einer normalen Wohnung an Land verbracht. Aber daran erinnert er sich schon nicht mehr. Jetzt muss Marcel schnell an Bord, denn vorne am Kai warten schon Handwerker aus Holland. Ja, ja, ja. Rechts gaat lukken, dan moeten we maar even kijken. Je moet weg? Ja, daar wel, bij die. Oké. Dan krijg je het raam gewoon absoluut niet uit. Eine holländische Spezialfirma liefert neue, maßgefertigte Fenster für die alte Kapitänswohnung der Lydios. Vor dem Einbau muss Marcel nur noch ein paar kleine Metallhalterungen von den alten Fenstern abflexen. Ihr erster Winter auf dem Schiff vor 3 Jahren war für die Familie ein ganz schöner Härtetest. Kalt und nass. Das war immer so, im Winter war das einfach eisig kalt. Der Vorbesitzer hat einfach mit Fahrdiesel hat er dann mit Schiffsdiesel hat er geheizt. Das war mir egal. Er hat den Tank vor dem Schiff ein paar hundert Liter rüber gepumpt und hat dann seine Heizung angemacht und hat ordentlich gebollert. Aber wir wollen ein bisschen weniger verbrennen. Ja.
Werner Pfeiffer könnte buchstäblich ein Lied davon singen, wie viel Arbeit man in so ein altes Schiff stecken muss, bevor sich darin alle so richtig wohlfühlen. Nun geht ihm ein ganz anderer Umbau nicht aus dem Kopf. Die Lagerhalle 5, die er vor dem Abriss bewahren möchte. Hier würde er gerne ein Kulturzentrum schaffen mit Künstlerateliers, Proberäumen und vielleicht sogar einem kleinen Hafenkino. Das Geld für den Umbau hätte er noch. Also von der Fischhalle her kenne ich das ja auch. Das hat ja auch so 1 bis 2 Jahre gedauert, bis das durch alle politischen Prozesse auch durch war. Bis die Nachbarn das verstanden haben, was da passiert. Dass sie gesagt haben, ja, das finden wir auch gut oder wir möchten uns beteiligen oder da einziehen mit Vereinen. Und dann muss man erst den Stadtplanungsausschuss überzeugen. Und das ist ein langer, steiniger Weg. Immerhin hat Werner bald einen Termin mit dem Baudezernenten, um ihm seine Pläne für die Halle persönlich vorzustellen. Aber jetzt gibt es erst einmal Mittagessen bei den Nachbarn. Thomas? Thomas, Reinhard, wir sind's. Wir sind da. Ja. Die Nachbarn. Thomas ist genau wie Marcel einer der ehrenamtlichen Hafenmeister im Museumshafen. Oh, schwäbische Käsespätzle. Nein, ja. Seine Heimat. Ja. Zusammen mit seinem Lebensgefährten Reinhard wohnt er hier seit 2 Jahren auf der Skult an Werners Anleger. Steine drin, ne? Müsst ihr mit euren... Ich weiß. Müsst ihr aufpassen, ja. Aber auch so ganz oft spontan, dass man sich so zuruft, wollt ihr auf einen Kaffee kommen oder habt ihr schon gegessen? Das ist total schön. Hm. Und wenn man keine Lust hat oder angestrengt ist, dann bleibt man halt auch sein. Bleibt man. Ja, oder manchmal passt es auch nicht, hat man spontan die Idee und die anderen haben keine Zeit. Ne? Aber das Spontane ist das Schönste. Ja, das finde ich auch. Das ist das Schönste. Und das hier ist jetzt echt spontan. Wir würfeln dann bunt zusammen, was es auf dem Schiff gibt. Ich sag mal, es gibt so einen Slogan, es gibt so ein altes Gedicht, glaube ein türkischer Nationaldichter hat das gemacht. Leben einzeln und frei wie ein Baum und dabei, brüderlich wie ein Wald, diese Sehnsucht ist alt. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, in diesem Sinne, wohlbekommt, lasst es euch schmecken. Schön, dass ihr Wein trinkt. Und viel Erfolg. Ja, ja. Ja, du hast ja noch einen Auftritt. Ne? Mal sehen, wie es wird. Ja. Wir wollen ausverkaufen. Ausverkauft? Ja. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Während auf der Stader Sand noch getafelt wird, ist die Mittagspause in der Jüngwerft schon wieder vorbei. Heute wird der Binnenfrachter Stör verabschiedet. Die Arbeiter haben das Trockendock geflutet und lassen den Kapitän sein 80 Meter langes Schiff rückwärts ausparken. Jetzt kann Rudolf Sommerfeld das Schiff wieder für Transporte einsetzen. Im Dock nebenan hämmern und schweißen die Arbeiter an der Schwimmkörpererweiterung der Villa Henriette. Drinnen versucht die Hausbootbesitzerin derweil, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Es ist aufregend, in der Werft zu leben. Also die Werftmitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfinden jeden Tag neue Geräusche. Und ehrlich gesagt, mein Mann und ich sind erstmal immer auf der Suche, was das für Geräusche sind. Also heute haben sie erfunden, gestern haben sie erfunden, dass sie in den Schwimmkörpern nochmal so ein Gebläse anhaben, weil sie gerade innen schweißen. Und das konnte man von außen nicht sehen. Da habe ich ein bisschen gesucht, bis ich das rausgekriegt habe. Weil es macht einen schon nervös, wenn man Geräusche nicht zuordnen kann. Nach der Stör fährt gleich der nächste Frachter aus der Flotte von Rudolf Sommerfeld ins Dock. Doch das Schiff ist leider zu lang für den Wasserstand. Der sitzt vorne schon auf. Jetzt müssen wir an der Schleuse anrufen und Wasser bestellen. Sommerfeld, das soll ja sagen, wir mal beim Hafenamt Bescheid. Am Antrieb, wir brauchen mehr Wasser. Wir kriegen die Lina mit ins Dock. Ja, so schnell wie möglich. Ja, ja, müsste eigentlich Wasser auflaufen. Jo. Danke, tschüss. Die Schleuse kann allerdings erst bei Flut mehr Wasser in den Hafen schicken. Bei Stör haben wir mehr Wasser bestellt gehabt, da hätten wir es nicht gebraucht, weil das passte. Und normal bestellen wir dann immer eine Schulklasse, die hier reinpinkeln muss. Ne? Das hilft ja auch. Ne? Aber die sind ja in Corona. Und von daher keine Chance. Also kann das Tor des Trockendocks erst einmal nur angelehnt werden. Das Abpumpen muss warten. Der Reiz des Harburger Binnenhafens liegt in seiner Mischung aus alt und neu. Doch auf allen Brachflächen entstehen moderne Gebäude. Und die stillgelegten Fabriken und Lagerhallen aus der Hochzeit des Hafens verschwinden Stück für Stück.
Gucken wir nochmal in den Hof. Ja, genau. Dann gucken wir mal in den Hof und dann gehen wir nochmal hoch. Ist das okay? Ortstermin an der Lagerhalle 5. Werner Pfeiffer besichtigt das Gelände mit Baudezernent Christian Lied, um ihm sein Konzept noch einmal persönlich vorzustellen. Es könnte dahinter noch ein Übungsraum rein, ein Übungsraum für Musikgruppen. Wenn man gut abdämmt, ne, der könnte ja verwaltet werden von Südkultur. Momentan wird ein Teil der Halle als Lagerfläche von einem Ruderverein genutzt, der sich hier auch einen kleinen Anleger gebaut hat. Das haben die sich mal selbst gebaut. Die Ruderer hat Werner in seinem Konzept für eine neue Nutzung der Halle fest eingeplant. Und der Substanz, ich meine, das ist doch besser als die Fischhalle. Aber hier unten rechts haben wir eine Absackung. Da ist eine Sandabsackung und das müssen wir vorher statisch prüfen. Wenn die schönen Backsteinwände erst einmal wieder freigelegt werden, könnte die 125 Jahre alte Halle ein echtes Schmuckstück für den Hafen werden. Dann würde man sozusagen versuchen, hier so einen großen Saal zu machen, der hier vielleicht auch so ein großes Fenster hat. Es ist ja ganz wichtig und auch im Sinne des Bezirksamtes, dass im Binnenhafen nicht alles neu wird, sondern dass man alte Gebäude erhält. Insofern wird die Idee, die Weiße Halle zu erhalten, vom Bezirksamt auch unterstützt. Werner Pfeiffer hat es geschafft. Durch seinen Einsatz wird die Halle 5 nun wohl erhalten bleiben, selbst wenn er die Ausschreibung nicht gewinnen sollte. Die muss dann natürlich ausgeschrieben werden. Ne? Also die Ideen, die sie haben, sind super. Am anderen Ende des Lotsekais soll auf einer Freifläche bald ein 5-stöckiges Bürogebäude entstehen, direkt vor der Lydios. Wenn du an der einen Seite das reinhältst, dann zieht das Schiff nach rechts. Ja, aber das ist doch lauter. Wenn man da einen großen Fisch drin ist, ist dumm über Bord. Fällst du raus. Wie du? Ja, haben wir doch versucht zu erklären. Aber es kommt eh kein Fisch. Heike, Marcel und Tom brechen gerade zu einer Picknickfahrt in den Hafen auf. Dazu benutzen sie ihr neues Beiboot, das vor genau 100 Jahren in Holland als Rettungsschiff gebaut wurde. Doch, komm her. Da, der Kescher da. In den letzten 4 Jahren hat sich bei den Klowatz fast alles um ihren Umzug in den Hafen und um den Ausbau der Lydios gedreht. Und darum, ob ihre Idee von dem Hotelschiff hier überhaupt funktionieren würde. Provisorium. Aber auch wenn immer noch jede Menge Arbeit auf sie wartet, sind sie sich doch sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Selbst wenn man nur ein bisschen Zeit hat, das zu genießen, dann ist trotzdem die Zeit immer noch total besonders. Also so richtig besonders. So diese kleinen Momente, wo man dann denkt, ja, das ist schon ganz schön cool. Auch wenn es nur einmal im Monat ist oder wie oft auch immer, ist es dann irgendwie so eine kleine Erleuchtung jedes Mal. Ne? Es ist einfach so richtig, ja, richtig schön. Wir sind auch die ganze Zeit hier, ne? Auch wenn wir nur jetzt eine Stunde frei machen. Das ist schon, wir brauchen irgendwo hin, wir sind da. Also wenn wir abends noch mal irgendwie kurz irgendwo hingehen, dann brauchen wir nicht viel Zeit dafür. Deswegen passt das. Prost. Heike und Marcel hatten sich beim Karate-Training kennengelernt. Als die beiden dann ein Paar wurden, war eine der ersten Fragen von Marcel an Heike, ob sie sich ein Leben auf dem Wasser vorstellen könne. Der Harburger Hafen war damals für beide noch ein weißer Fleck auf der Landkarte und die Fischhalle eine stillgelegte Autowerkstatt, die abgerissen werden sollte. Inzwischen bereiten sich hier Werner Pfeiffer und seine Bandkollegen auf ihren Auftritt vor. Ist relativ leicht, aber sperrig. Nee, siehst du das Loch? Ja. Werner hat schon als Student auf der Straße und in kleinen Folkbands gespielt. Ich weiß, dass ich schon mal auch mal vergeigt habe. Also Blackouts gibt's auch. Das ist ja menschlich und ich habe ja keine Texte. Ich schreibe mir das nicht mehr auf. Alles vom Kopf. Deswegen trinke ich auch keinen Alkohol, weil ich das dann sofort vergesse. Für wen ist das? Für dich? Ja, damit es nicht so gut geht. Ja, gut. Oh, Kai kriegt einen Teppich. 2010 hat er für seine erste CD mit selbstgeschriebenen Hafenliedern den Harburger Musikpreis gewonnen. Seitdem tritt er regelmäßig mit seiner Hafenbande auf. Ja, schon besser.
Und auch in der Jüngwerft steht heute ein großes Ereignis bevor. Die Villa Henriette wird zu Wasser gelassen. Im Dock wird getestet, ob die Schwimmkörpervergrößerung erfolgreich war. Ihr könnt ja alle schwimmen, ne? Gute Stimmung, trotz eines gewissen Erfolgsdrucks. Immerhin kostet der Hausbootumbau einen sechsstelligen Betrag. Ja, so nervös bin ich auch nicht. Es ist eher so, ich bin gespannt. Also es wird Schieflage haben, es hat ein Boot immer. Und ich bin gespannt, in welche Richtung und wie doll und so. Das sind so Fragen jetzt. Wir auch. Wenn alles fertig ist, wird das Hausboot wieder seinen Liegeplatz 50 Meter weiter rechts beziehen, direkt neben dem Werftgelände. Judith Andresen hofft, dass es die alte Werft dann auch noch geben wird, wenn sie das nächste Mal ins Dock muss. Ich bin ja jetzt schon 74 und sie hat Schwimmfähigkeitszeugnis schon für 10 Jahre. Dann bin ich 84 und mit dem Rollator wollte ich hier nicht mehr herkommen. Ne? Also irgendwann ist dann gut, ne? 31. Schreib. Auf 290. Ja. Es ist dicht, schwimmt einigermaßen gerade. Jetzt können wir die Restarbeiten anfangen und dann trimmen wir ihn aus, dass wir vielleicht um 1 cm nachher bloß noch Schlagseite haben, entweder nach Backbord oder nach Steuerbord. Vielleicht hat Judith Andresen Glück, denn der Sohn von Rudolf Sommerfeld soll die Werft einmal übernehmen. Dann ist es soweit, der Auftritt von Werner Pfeiffer und seiner Hafenbande in der Fischhalle. Den Harburg Blues kennen hier mittlerweile alle. Macht die Wasserschutzpolizei. Wenn die durch die Kanäle rauf, macht das Wasser an die Kai. Das ist der Harburg. Das ist der Harburg. Das ist der Harburg. Das ist der Harburg. Vergiss du ihn. Die alte Fischhalle ist ein schöner, warmer Ort, der abgerissen werden sollte. Doch jetzt reibt uns keiner fort. Das ist der. Der vergessene Hafen hat sich verwandelt in ein lebendiges Dorf auf dem Wasser. Das